Moin René, warst du wieder einkaufen? Ja, ich war mal wieder ein bisschen Pflanzen shoppen. Wasserpflanzen für Stanze. Ja, von Tropica. Am Mittwoch im Webshop bestellt. Heute schon angekommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was da so für schöne Sachen für euch dabei sind. Ja, also wir haben hier bei Stanze 3 Wasserpflanzenlieferanten momentan. Das sind so unsere Hauptlieferanten. Teilweise haben wir auch noch aus anderen Gärten rein ein bisschen was da. Das sind in erster Linie Tropica, Dennerle und Oliver Krause. Von Oliver Krause kriegen wir auch unser Lebendfutter. Von daher haben wir da auch wöchentlich immer Zugriff auf tolle, frische Pflanzen und wechselnde Angebote. Und von Tropica, da ist die große Stärke eben auch der Bereich In-vitro-Pflanzen, wo ihr ja auch ganz viel bei uns bekommt. Aber auch Topfpflanzen, Mutterpflanzen, bepflanzte Deko. All das kommt von Tropica in bester Qualität aus Dänemark. Ja, und hier haben wir schon mal das erste Display an Topfpflanzen. Und da möchte ich euch einfach mal ein paar Arten zeigen. Fangen wir mal mit der hier an. Das ist jetzt hier eine Echinodorus reni. Das ist eine Art unter den Schwertpflanzen, die wird nicht ganz so groß. Ne? Die ist jetzt schon recht groß. Wir haben die schon kleiner erhalten von Tropica, aber die hat schon eine tolle Verkaufsgröße, muss man sagen. Kriegt richtig schön rote Blätter. Hier sieht man ja schon, was hier Neues an Blättern kommt. Die sind richtig tiefrot. Das ist jetzt noch die immerse Form, denn wie das in der Wasserpflanzengärtnerei eben so ist, die Pflanzen werden nicht alle getaucht gezogen. Ist auch eine Kostenfrage. Wenn man sich mal vorstellt, die haben dann nur überall Aquarien oder Teiche stehen, wo alle Pflanzen drin gezogen werden. Und die meisten Pflanzen, die wir im Aquarium kultivieren können, die also auch unter Wasser leben können, sind ja auch mehr oder weniger eher Sumpfpflanzen, die nicht komplett unter Wasser wachsen. In der Natur aber prinzipiell können sie das. Und diese Schwertpflanzen eignen sich zum Beispiel auch super für so ein Wabi-Kusa, wo wir euch auch noch demnächst ein schönes Video zu präsentieren werden. Und eben auch super gut für ein Südamerika-Aquarium oder ein Gesellschaftsaquarium oder auch bedingt für ein Aquascape. Und das wären richtig schöne Solitärpflanzen. Und die hier kann man gut in den Mittelgrund setzen. Noch eine wichtige Sache, ein Funfact zu den Echinodorus-Arten. Ihr müsst immer gucken, dass ihr auch über Substrat ein bisschen düngt. Zum Beispiel mit den Masterline-Kapseln oder Düngekugeln von Dennerle oder Düngekapseln von Tropica, dass die eben über die Wurzeln auch gut versorgt sind. Das ist nämlich hauptsächlich ein Wurzelzehrer. Hat das Label Easy, also die ist auch durchaus für ganz herkömmliche Aquarien ohne großen technischen Aufwand gut geeignet, wenn man eben beachtet, dass man eben den Boden auch ein Stück weit düngt. Kommen wir zur nächsten Pflanze. Die gefällt mir hier richtig gut. Das ist ein Aufsitzer. Der Java-Farn Microsorum Petropus Narrow ist das hier. Das ist also eine schmalblättrige Art, die aber doch schön lange Blätter bekommt. Manch einer mag diese Pflanze kaufen und einfach aus der Steinwolle befreien und in den Boden pflanzen. Kann funktionieren, muss es aber nicht. Meistens funktioniert es eher nicht. Gerade wenn ihr irgendwie Sand oder feinkörnigeren Boden habt, mag diese Pflanze das nicht sonderlich. Das ist ein Farn, der eben hauptsächlich als Aufsitzer wächst. Das heißt, auf Holz oder Stein befestigt werden sollte und dann da schön fest wächst. Und dann habt ihr richtig viel Spaß mit der Pflanze. Ist auch eher eine langsam wachsende Art. Heißt also, nur ein Aquarium mit denen zu Anfang einzurichten, das würde ich nicht machen, sondern es sollte schon was schnell wachsendes, gerade wegen Nährstoffkonkurrenz und Algenbildung vorhanden sein. Aber insgesamt sieht das richtig klasse aus, wenn die auf einer Wurzel oder einem Stein festgewachsen ist. Da gibt es ganz verschiedene Arten. Hier habe ich jetzt den Narrow. Wie gesagt, schmale Blätter. Und wenn ihr den als Aufsitzer pflanzt, ist es auch eine einfach zu pflegende Pflanze. Und zum Thema Aufsitzerpflanzen befestigen haben wir euch ja auch schon mal ein Video hochgeladen. Schaut euch das gerne nochmal an. Da gibt es noch mehr Input zu dieser Gruppe Pflanzen. Jetzt eine meiner Lieblingsvordergrundpflanzen, weil sie eben so, ich sag mal, knuffig und ein bisschen bizarr aussieht. Das ist hier die Hydrocotyle verticillata. Ist eine Pflanze, die schon ein bisschen schwieriger zu pflegen ist. Hier habt ihr das rote Label Advanced von Tropica drauf. Ist was für ein Vordergrund, also sie bleibt schön klein. Es gibt auch eine Art, die fast genauso aussieht und damit verwandt ist mit der Hydrocotyle verticillata, nämlich die Hydrocotyle leucocephala. Das ist der brasilianische Wassernabel. Die wird richtig groß, kann auch als Schwimmpflanze gut wachsen. Aber das ist eher eine Art für einen Vordergrund. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man die zum Beispiel in einem Scape in einer flachen Rasenfläche, beispielsweise mit HCC oder MCC, also Hemianthus calutrichoides oder Micranthemum Monte Carlo pflanzt und die da einfach zwischendurch rauskommt. Das ist nämlich keine Pflanze, die jetzt einen super schnellen Rasen bildet, sondern die bleibt erstmal so eher an Ort und Stelle oder ihr könnt euch kleine Portionen davon machen und dann schießt die immer mal wie so einen kleinen Pilz. Die wird auch gerne mal Hutpilzpflanze genannt.
so ein paar Blätter in der Rasenfläche so durch. Das lockert das Ganze schön auf, ist nochmal ein kleiner Eyecatcher. Gefällt mir richtig gut. Oder man kann die auch so ein bisschen vor Steine pflanzen, als kleine Anordnung. Aber es ist jetzt keine rasenbildende Vordergrundpflanze im eigentlichen Sinne. Aber was ganz Tolles, gerade für ein Aquascape, gefällt mir die immer wieder super. Dann haben wir wieder eine recht einfach zu pflegende Pflanze. Die ist jetzt noch hier recht klein und überschaubar im Topf, ist aber recht gut wüchsig. Was für ein Mittelgrund. Das ist hier die Hotonia palustris. Wird auch Wasserfeder genannt. Ne, schön filigran von den Blättern her. In kleinen Nanobecken auch was für einen Hintergrund. Sonst in einem größeren Aquarium eher was für Vordergrund und Mitte. Vordergrund ist schon sportlich, weil die doch schon ihre 20-25 cm recht zügig bekommen kann. Aber sonst was schön filigranes, auch in einem Garnelenbecken, finde ich, das ist eine super Sache. Wir bieten euch die meistens als Steinwolletopf und dauerhaft auch immer als In-vitro von Tropica. So, jetzt haben wir hier was Fetziges. Ja. Jetzt kommen wir zu unseren Wasserähren. Da bestelle ich auch immer gerne mal was mit. Und ich freue mich auch immer schon, wenn die tatsächlich schon so aussehen und der Beutel gut gefüllt ist. Das ist nicht immer so, aber bei Tropica und Dennerle habe ich da tatsächlich meistens Glück. Das ist eine Knollenpflanze. Sieht jetzt noch recht überschaubar aus, wird aber wesentlich größer. Ja, hier habe ich jetzt die Aponogeton boivinianus. Ja, das ist so eine Wasserähre. Das sind auch Pflanzen, die teilweise eine kleine Ruhephase einlegen und dann eben nicht so viel Belaubung haben. Aber insgesamt ist es eine tolle Hintergrundpflanze. Einen guten Dünger wächst sie total klasse. Natürlich mit CO2 immer wesentlich besser. Ist eine totale Bereicherung, gerade für größere Gesellschaftsaquarien. Da sieht das klasse aus, wenn man da im Hintergrund so ein großes Teil hat. Und da die jetzt hier so nackt rumliegt, schmeiße ich die jetzt einfach mal bei uns erstmal hier in die Pflanzenanlage. Hier sieht es ein bisschen graziler aus. Hier sind jetzt nicht ganz so viele Blätter dran. Dafür ist es eine Art, die richtig Gas gibt. Das ist nämlich hier die Salatwasserähre Aponogeton ulvaceus. Und die kriegt so, ich sag mal, spiralige Blätter. Ja, spiralige Blätter kennt man ja sonst eher von so einer Vallisnerie. Aber das ist tatsächlich eine große Aponogeton-Art, die richtig schön gekräuselte Blätter bekommt. Auch wenn man es ihr jetzt noch nicht so ganz ansehen kann. Ist halt noch eine Jungpflanze, aber das wird ein richtiger Kracher. Die heißt eben aufgrund ihrer hellen Blätter, Blattstrukturen, Salatwasserähre, die würde ich tatsächlich nicht unter einer 50 cm Beckenhöhe pflanzen, weil die sehr ausladend wird. Unter 100 cm Kantenlänge sieht die erfahrungsgemäß auch nicht so gut aus. Ich kann da mal eine kleine Anekdote zu liefern. Ich habe die selbst mal bei mir zu Hause in den Lido 120 von Juwel gesetzt. Das ist ein Aquarium, das hat nur eine 60er Länge, ist dafür schon etwas höher. Und das wurde in kürzester Zeit, die hat richtig CO2 bekommen, Dünger über den Boden. Dann habe ich noch mit dem Tropica Premium Nutrition übers Wasser gedüngt. Ich hatte einen guten Fischbesatz in dem Aquarium. Also auch Makronährstoff, technisch war da alles vorhanden, was man so braucht. Ne? Stoffwechsel der Tiere als Stichwort. Und das wurde ein Riesenkracher und es sah einfach nicht mehr aus. Schlussendlich habe ich es dann rausgenommen und in meinen 450er gesetzt und damit bin ich dann sehr zufrieden gewesen. Also bei der Pflanze Beckengröße überdenken, weil das wirklich schnell ein großer Kracher wird und auch die packe ich hier jetzt schon mal rein, dass die hier nicht so lang gefoltert wird. Die können das, wie gesagt, hier ganz gut ab erstmal. Da kümmere ich mich dann nach dem Dreh drum, dass wir die schön in unsere Anlage integrieren und für euch zum Verkauf präsentieren. So. Hier habe ich noch ein Display. Hier waren die Aponogetons drin, deshalb ist das hier so ein bisschen überschaubarer. Dann haben wir wieder was Schönes mit dabei. Eins meiner Lieblingssperrblätter, eine Anubias. Ja, das sind Pflanzen aus dem afrikanischen Raum. Haben schön harte Blätter, also auch in Aquarien, wo ihr Harnischwälse, die gerne mal an euren Pflanzen raspeln, pflegt. Ja, oder Fische, die insgesamt ein bisschen ruppiger sind. Ist das eine ganz, ganz tolle Pflanze. Ist auch ein Aufsitzer, also würde ich nicht in Kies pflanzen, sondern eher wieder auf eine Wurzel oder einen Stein aufsetzen oder auch an eine Strukturrückwand, da sieht die auch super aus, blüht auch mal und das ist jetzt hier die Anubias Bateri Coffee Folia. Das neue Blatt ist immer so ein bisschen gelblich, orange, bräunlich, also das umschreibt es, glaube ich, so von den Farbnuancen ganz gut. Ist keine ganz kleine Anubias, wird auch so um die 15 cm hoch, langsam wachsend, einfach zu pflegen, eine ganz tolle Art, die ich wärmstens empfehlen kann. Hier habe ich noch mal eine Schwertpflanze, einen richtigen Klassiker. Auch die natürlich noch von ihrer Blattstruktur immers wesentlich rustikaler. Sehr runde Blätter, die werden ein bisschen langgezogener unter Wasser. Das ist hier die
Echinodorus Ocelot Green. Die Ocelot-Varianten zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie halt so schön gesprenkelte Blätter haben. Die gibt es in grün und in rot. Ich finde beide sehr schön und die grüne strahlt einfach sowas ganz Frisches aus immer. Ist was für einen Hintergrund, aber auch keine Pflanze, die euch jetzt in ganz kurzer Zeit ganz ausladend wird. Also im 80er Becken kann man die schon richtig gut präsentieren. Selbst in einem 60er Becken geht das schon und die ist einfach zu pflegen, braucht einen schönen Substratdünger. Braucht ein bisschen Zeit, bis sie sich auf Unterwasser umgestellt hat. Dann sind diese Schwertpflanzen alle doch ein bisschen langsamer. Und wenn man der ein bisschen Zeit gibt, super tolle Pflanze auch für Einsteiger. Jetzt haben wir hier was, ein bisschen was Spezielleres haben wir hier. Na, das ist hier die Modania Kaisak. Erinnert einen sehr an Bambus. Ist was Schönes für den Hintergrund, wird schnell recht groß. Auch die ist eher einfach zu halten. Gute Düngung übers Wasser ist ganz wichtig. Und dann hat man in dieser Pflanze viel Spaß, muss regelmäßig zurückschneiden natürlich, aber sonst mal was ganz anderes. Und die hat, meine ich, momentan auch so nur Tropika im Programm, von daher bestellen wir die da immer gern mit. Jetzt haben wir hier eine Ludwigia, ja, ein bisschen was Rötliches muss auch dabei sein, das ist ja ganz klar. Das hier jetzt die Ludwigia glandulosa, die ist eher so Medium von der Pflege. Also da würde ich schon sagen, wenn diese Pflanze sich vernünftig entwickeln soll, braucht ihr schon am besten eine CO2-Anlage, ein vernünftiges Düngenkonzept. Sonst könnt ihr die super in den Hintergrund pflanzen, kriegt richtig schöne rote Bestände. Ist auch eine recht gutwüchsige Art, wobei die Ludwigia repens, die ja einen Ticken einfacher zu pflegen ist, die auch schön rot-orange wird, noch wesentlich schneller wächst. Ne? Also das ist jetzt keine Sportskanone, was das Wachstum angeht, aber die kann schon was und die kann auch gut aussehen. Sehr schön. Und die wird, wie gesagt, noch intensiver. So, jetzt haben wir hier noch was. Diese Pflanzen sind immer ein bisschen anders verpackt. Na, die sind hier in so einem Beutel, ja, ein bisschen feuchter auch. Das ist hier die Vallisneria spiralis tiger. Die bestelle ich bei Tropika auch immer sehr gern. Ich hole jetzt einfach mal eine raus. Vallisnerien sind so richtige Unterwasserpflanzen. Die werden auch in den Gärtnereien im Regelfall unter Wasser kultiviert, ja, genau wie so eine Wasserpest auch. Das ist hier jetzt, wie gesagt, die Spiralis tiger. Das ist eine besonders schöne Vallisnerie, eben aufgrund dieser Blattstruktur. Ne? Die kriegt so kleine, das sieht aus wie getigert, hier so kleine Pigmentierung drauf. Das sieht richtig toll aus. Und das kann richtig schön dichte Bestände im Hintergrund bilden. Ganz einfach zu pflegen, aber auch da würde ich immer sagen, über Substrat ein bisschen Dünger wäre schön und ein vernünftiger Flüssigdünger und dann rockt die Pflanze das. Ja, also das ist schon was Tolles. Sie war jetzt ein paar Wochen bei Tropika nur recht selten verfügbar und da habe ich natürlich diese Woche gleich bei der Bestellung gesagt, Zugriff, ne, dass wir euch die auch wieder in einer schönen Qualität anbieten können. So, dann sind wir mit unseren Top-Pflanzen, also den Klassikern oder den Wasserpflanzen eigentlich schon mal durch. Gucken wir mal, was ich da sonst noch so bei habe. Ist ja schon ein paar Tage her. Es überrascht mich immer wieder selbst. So, hier haben wir jetzt Mutterpflanzen. Also wenn ihr besonders große Pflanzen haben möchtet, gibt es da natürlich auch was bei uns. Hier habe ich jetzt einen Microsorum Petropus. Das ist die ganz normale Form des Java-Farns. Den Narrow Leaf haben wir ja gerade schon gesehen. Ja, und das ist jetzt eine größere Pflanze einfach, die auch länger bei Tropika dann kultiviert wurde. Ja, zum Java-Farn habe ich ja schon was gesagt. Das ist einfach eine größere Variante, wie gesagt. Und die kriegt ihr in einem größeren Topf bei uns. Dann haben wir noch dabei Anubias bateri caladifolia. Das ist schon ein ordentliches Gerät unter den Sperrblättern. Großblättrig, man kennt ja das Zwergsperrblatt. Coffeefolia habe ich euch ja auch gerade schon gezeigt. Auch wieder ein Aufsitzer. Aber da habt ihr gleich richtig Masse drin. Also wenn ihr schon ein bisschen was Größeres drin haben wollt, und eine Menge zu bepflanzen habt an Dekogegenständen, kann ich euch wärmstens so eine Mutterpflanze empfehlen. Auch preislich ist das dann häufig die sympathische Variante, als wenn ihr irgendwie ganz viele kleine 5 cm Töpfe kauft. Nochmal ein Java-Farn. Dann habe ich hier nochmal eine Schwertpflanze mit dabei. Das ist jetzt Echinodorus bati. Ja, von der Pflege genau wie die anderen auch. Mir gefällt die bati immer ganz gut, weil die so rot-grünlich ist. Auch einfach zu pflegen, muss noch umstellen auf Unterwasser, aber da habt ihr dann auch gleich einen größeren Bestand, einen schönen größeren Südamerika-Aquarium für den Hintergrund, ist das bestimmt gleich ein super Start oder auch im Diskusbecken, ne? Das ist eine tolle Sache. Jetzt habe ich hier nämlich bepflanzte Deko, ist auch eine der Stärken von Tropika, da kommt immer eine Top-Qualität. Bisschen was Filigraneres, was auch gut für ein Nano-Aquarium geeignet ist, das ist auch eins meiner liebsten bepflanzten Dekostücke tatsächlich. Da haben wir nämlich drauf das Christmas Moos. Das legt sich so ein bisschen wie Tannenzweige da so drauf. Das ist alles richtig schön vorgewachsen.
Da habt ihr auch bei Tropica, das finde ich immer ganz schön, nicht irgendwelche Fäden oder irgendwelche Klebereste, die man noch sieht, sondern die sind richtig gut eingewachsen. Ne? Also das ist jetzt so ein Teil, das könnt ihr einfach in euer Aquarium legen, stellen, setzen, integrieren, damit scapen, wie auch immer. Das ist jetzt auch ein sehr schön filigranes Stück, wie ich finde. Und da habt ihr noch die Hygrophila pinnatifida drauf. Das ist eine Stängelpflanze, ne? Wasserfreunde, diese Hygrophila-Arten, das kennt man ja. Und die Pinnatifida ist so ein richtiger Allrounder unter den Wasserpflanzen, sage ich mal. Der könnte fast alles machen. Wenn ihr eine vernünftige Düngung habt, und bei der Pflanze würde ich auch immer sagen, genug Licht und CO2. Aber sonst ist das schon echt eine tolle Sache. Na, und das ist jetzt hier, hier seht ihr es auch, die kriegt hier so seitlich dann so Ausläufer. Wächst hier in der Mitte hoch. Wenn man die ganz unten abschneidet, kann man die auch schön kompakt halten. Hier wächst jetzt als Aufsitzer. Ihr könnt die aber genauso gut Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund als Stängel setzen. Die wird sich dann auch ausbreiten, wird hochwachsen und durch Rückschnitt könnt ihr die Pflanze, wie gesagt, zu einer sehr kompakten Wuchsform bewegen. Deshalb ist das auch eine Pflanze, mit der man ganz flexibel sein kann. Diese Blätter hier erinnern einen so ein bisschen im ersten Moment so an Rucola. Ich finde das toll. Das ist schön was Filigranes. Und auch für ein Nano-Aquarium oder ein Garnelenbecken kann ich euch diese Teile hier wärmstens empfehlen. Hier haben wir wieder den Java-Farn. Diesmal auf einem größeren Wurzelstück. Gleich als Aufsitzer. Also ihr könnt euch das auch tatsächlich zeitlich ein bisschen einfacher gestalten, wenn ihr gleich fertig bepflanzte Deko-Gegenstände kauft. Dann müsst ihr das selbst nicht zu Hause machen. Und ich finde es auch immer für Einsteiger eine schöne Sache, weil man diese Wurzeln, die sind ja schon vorgewässert. Die braucht ihr nicht noch großartig wässern. So eine Wurzel fürs Aquarium empfehlen wir sonst ja immer so 2-3 Wochen auf jeden Fall zu wässern, wegen Bakterienrasen, wahnsinnig vielen trübenden bzw. färbenden Stoffen, die da aus der Wurzel rauskommen. Bevor ihr die in euer Aquarium setzt. Gut, beim Neustart des Aquariums ist es nicht so tragisch. Aber gerade um nachträglich was zu integrieren, sind diese bepflanzten Wurzeln oder für Einsteiger-Aquarien, wo es einfach erstmal ein bisschen unkomplizierter sein soll mit dem Aufbau und mit der Pflege, eine Top-Sache. Ja, hier nochmal bepflanzte Deko mit Anubias. Also es ist schon gerechtfertigt, dass diese bepflanzten Deko-Gegenstände eben auch ihren Preis haben, weil die wirklich recht lang dann auch bei Tropica brauchen. No. Die werden dann in so Gewächshäusern teilweise mit Planen drüber vorgezogen und dann wachsen die Pflanzen da fest. Die Leute müssen das von Hand dann natürlich draufsetzen, dass das dann auch alles schön festwachsen kann. Hier haben wir, wie gesagt, nochmal die Anubias Bartery mit einem schönen Holzstück drauf, runter. Und hier noch ein größeres Stück. Die packen wir doch nochmal zusätzlich aus, weil ich die so toll finde. Das ist ein richtig schön großes Stück. Das kann ich mir auch für ein größeres Aquarium super gut vorstellen. Die könnte man so stellen. Legen, zwischen Steinen arrangieren, also da ist vieles mit möglich. Und die hat hier sogar schon eine Blüte dran. Also toll. So, also hier haben wir natürlich auch ein paar In-Vitros mit dabei. Hier haben wir jetzt die Hygrophila Lancea, ist auch so eine Wasserfreundart, Araguaia. Wird was ganz Tolles. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit dem Rosmarin. Na, ihr kriegt so nadelige Blätter, kann man sagen. Und auch das ist eine Pflanze, die ihr bedenkenlos als Aufsitzer nutzen könnt. Aber sonst super für den Mittel- und Vordergrund. Wächst nicht sonderlich schnell. Bei ordentlich Licht, CO2, guter Düngung auch häufig eher kriechend. Ne? Und das ist auch eine sehr schöne Pflanze für ein Aquascape, die man dann schön so zwischen grünen Arten als kleinen Kontrast arrangieren kann. Hier habe ich nochmal die Hygrophila pinnatifida, die wir gerade schon auf dem Holzstück gesehen haben als in vitro. Die sind auch immer sehr schön und sehr beliebt. Dann habe ich hier noch Glossostigma elatinoides. Die ist noch sehr unscheinbar im in vitro Topf. Das ist aber auch eine Pflanze, die ich am liebsten als in vitro kaufe, weil das so eine filigrane, rasenbildende Vordergrundpflanze ist. Ist auch bekannt als das australische Zungenblatt. Die ist schon echt schwierig. Da müsst ihr echt gucken. Ich würde einen Säulboden immer empfehlen. Und Aquasäul, CO2, viel Licht, regelmäßige Rückschnitte wie Rasenmähen im Aquarium, damit das ein richtig schöner, dichter Rasen wird. Die brauchen ein bisschen Zeit. Also es ist keine ganz einfach zu pflegende Pflanze. Dann haben wir hier das Taiwan-Moos, Taxiphyllum alternans. Wer es richtig schön buschig mag an der Wurzel, für den ist es genau das richtige Moos. Auch ein Aufsitzer eher. Natürlich kann man das auch für ein Zuchtbecken irgendwo da einfach ein bisschen reinlegen und das verbreitet sich. Die ist nicht sonderlich anspruchsvoll, ganz einfach zu pflegen. Also da kann man auch viel mit machen, aber die sieht zum Beispiel auf Lavasteinen richtig gut aus. Ihr könnt die zwischen so kleine Spalten, zwischen Steinaufbauten stecken. Die muss man nicht zwingend immer kleben oder binden. Und wenn ihr die klebt, dann nehmt bitte nur so ganz kleine Fetzen oder wenn ihr die bindet,
damit es auch genug Licht alles bekommt, das Pflanzenmaterial, und nicht, dass ihr dann unten drunter eine Schicht habt, die dann irgendwie gammelt, wo dann, ich sag mal, nicht mehr viel überbleibt und euch das Ganze dann, sobald ihr Wasserwechsel macht, was entfernt, alles auftreibt. Regelmäßig schneiden ist da eben dann auch ganz wichtig, damit das nicht irgendwie ausufert. Ja, dann haben wir uns mal heute so eine Wasserpflanzenlieferung angeguckt. Eine von vielen, die wir hier bekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen zu den Pflanzen habt, noch irgendwas wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt uns, was ihr als nächstes aus der Abteilung sehen möchtet. Auch Sonderwünsche im Bereich Wasserpflanzen versuche ich gerne immer für euch zu realisieren. Scheut euch nicht, bei uns anzufragen. Und dann kümmere ich mich mal darum, dass unsere grünen Freunde hier alle schnell unter Wasser kommen. Bis dann.